Als wäre Skilanglauf nicht schon anstrengend genug und jetzt geht das Ganze auch noch bergauf. In Österreich haben sich 165 Skibergsteiger einen außergewöhnlichen Wettkampf geliefert und zur Belohnung gab es die Abfahrt abseits der präparierten Pisten. Bischofshofen im Salzburger Land. Mit den Skiern in der Hand geht es auf in die Hochkönigstrophy. Bald schon aber haben die Skibergsteiger ihre Bretter da, wo sie hingehören, unter den Füßen und machen sich auf zum Anstieg. 1750 Meter müssen sie zurücklegen. Die letzten Meter sind so steil, dass sie nur ohne Skier zu bewältigen sind. Von Beginn an vorne mit dabei der Slowene Nedž Kuhar. Mehrfach geht es bergauf und bergab. Letzteres zweifellos der schönere, wenn auch nicht weniger gefährliche Teil des Wettbewerbes. Die temporeiche Abfahrt ins Ziel. Kuhar gewinnt das Rennen mit mehr als einer Minute Vorsprung auf seinen engsten Verfolger. In der Vorwoche hatte er bereits in Spittal gesiegt.